So, Verteidigung der Stromfeste Teil 2. So, wo kommt der zweite jetzt her? Also, ich habe gerade nur einen gesehen. Ja, natürlich. Siehst mich. Kannst du nicht mal Zamarak angreifen oder wie der auch immer heißt? Ich bin kein Tank, Mann. So, der ist da hinterm Haus. Also hier? Übernehmt die Untoten, während dieser die Säule des Sommermondes aktiviert. Vakri Yashin. Lebt der eine immer noch? Ne. Des Wintermondes in der Nähe der Karsan-Halle. Gut. Noch eine. Da kommen wir doch sicherlich kampffrei hin, oder? Nö, kommen wir nicht. Nö, dann gehe ich durch die Mitte. Laufen die restlichen Leute. Baba Kri Frisin. Die Mondsäulen sind aktiviert. Stromfeste ist geläutert. Es klappt. Die Toten sind wieder tot. Wartet. Da kommt etwas. Dunkle Monde! Drachen! Wir können nicht gegen Drachen kämpfen! Diese wird den Rückzug befehlen. Solch erbärmliche Kreatur! Flieht vor Kalgontit, ihr unbedeutenden Häppchen! Nein, Stromfeste gehört den Khajiit. Kamira, wählt eure nächsten Worte mit Bedacht. Nun spreche ich jene Worte, die mein Volk hören muss. Wir sind Khajiit. Wir sind die Kinder von Alkosch, die Töchter und Söhne von Jone und Jode. Wir flüchten nicht, nicht einmal vor Drachen. Valokta! Erweist euch als würdig! Vernichtet diese Lächer! Steht mir bei, Bewohner Anekinas! Denn ich bin Kamira, Tochter von König Hemakar, eure Königin. Jetzt, Fünfkralle! Echt? Setz die Balliste ein, um den Drachen zu Boden zu bringen! Aber sowas von. Stirb! Erstmal lesen. Stirb! Aha, und stirb! Hier! Was? Gut gemacht! Ein feiger Angriff! Valokdan wird euch zermalmen. Ja, mach das. Ich hab du one-hittest mich. Jo, du Star.
What? Wie soll ich den denn töten? Der nimmt gar keinen Schaden. Das kannst du nicht ausweichen. Alter, es ist ein Cheater. Die anderen machen ja überhaupt nichts. Toll. Jetzt habe ich keinen Magiker mehr. Spiel. Wie wär's damit? Rage Quit. Ja, nee. Ist klar. Dark Souls oder was? Da macht ihr aber eine Herausforderung, Jungs und Mädels. Ey, wie willst du denn das schaffen? Das kannst du nicht ohne sterben. Die helfen nichts. Der Mann nimmt gar keinen Schaden. Der Fuß rodart mich einfach weg und macht drei Viertel Schaden. Oder ein Viertel. Code Nummer 2. Was für ein Wichsviech, ey. Kannst Drache nicht besiegen im Alleingang. Bin ich das Drachenblut oder was? Oh cool, schon wieder der Bug. Glaubt gleich, verschwindet die Welt wieder. Ey, das ist ja unglaublich. Hat ja nur 3 Sehensteine gekostet. Gut gekämpft. Ein Hoch auf Könige, was? Nö. Nee. Ich kündige. Auch nicht vor Drachen. Gepriesen sei Kamira, Tochter von König Himarkar und Königin Numara. Bald werden Krempen und ganz Anekina wieder uns gehören. Die Zeit der Usurpatorkönigin geht zu Ende. Darauf gebe ich euch mein Wort als Erbin Anekinas, Tochter von König Himarkar und wahre Königin von Krempen. Bla bla bla. Wir müssen Pläne schmieden. Kriegsrat, zu mir! Der Sprecher hat recht. Es gibt viel zu tun. Versammeln wir uns in der Karsab-Halle. Das will mich alle verarschen.
Wenn ich jetzt noch zwei weitere Drachen besiegen muss im Alleingang, dann, pff, dann mach den Scheiß selbst. Es gibt, irgendwann gibt's, es gibt ein Limit für Schwierigkeitsgrade. Das ist schwer gewesen. Gott, was ist denn da draußen los? Laufen irgendwelche Gossenkinder draußen rum. Boah. Also der war mal hardcore. Das war... Ey, selbst der Ziegendämon, beziehungsweise der, ne, nicht der Ziegendämon, war das der Tower, war das der Taurus-Dämon von Dark Souls? Irgendeinen von denen habe ich ja gefirst-tried. Und der Ziegendämon war ja auch relativ leicht. Das war leichter als das hier. Ihr habt einen Drachen getötet. Eindrucksvoll. Aber lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Es war nur einer und nicht einmal ein besonders großes Exemplar. Und es wird sich natürlich niemand an eure Tat erinnern. Sie werden alle über die Rückkehr der Königin sprechen. Warum habt ihr mir nicht gegen die Drachen geholfen? Ich hatte volles Vertrauen in eure Befähigung, mit der Lage fertig zu werden. Es war nicht nötig, einzugreifen und euren ruhmreichen Augenblick zu schmälern. Außerdem sind meine beträchtlichen strategischen Fertigkeiten den Khajiit nützlicher als meine Kampfmagie. Ich überlasse das Gemetzel lieber euch. Ich weiß schon, dass ich ein Nekromant bin, ne? Das Gemetzel, ja, ich habe ihm flambiert. Ach, egal. Wusstet ihr, dass die Gamira die rechtmäßige Erbin des Throns von Krempen ist? Ganz ehrlich? Ich hatte keine Ahnung. Kamiras aufrüttelnde Worte waren ja gut und schön, aber es wird mehr als begeisternde Ansprachen und alte Belagerungswaffen brauchen, um meine Halbschwester zu stürzen. Also habt ihr mit Garashri einen Plan entwickelt, um eure Axia zu stürzen? Nach den jüngsten Ereignissen zu urteilen, ergibt nur ein Vorgehen Sinn. Wir müssen gegen Krempen zuschlagen und meine Halbschwester vom Thron entfernen, bevor sie ihre Streitkräfte sammelt. Doch nehmt zunächst dies. Eure Entschädigung für das Aufhalten der Untoten und das Töten eines Drachen. Meine Halbschwester ist auch weiterhin eine Peinlichkeit für den Namen unserer Familie. Es wird Zeit, sich um Euraxia zu kümmern. Dauerhaft. Dauerhaft? Wie sollen eure eigene Schwester töten? Halbschwester. Und ja, falls es soweit kommt. Euraxia hat Krempen ohne Erlaubnis erobert. Sie unterdrückt die Khajiit, entfesselt Horden von Untoten und geht Handel mit Drachen ein. Wenn wir sie nicht beseitigen, will ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt. Haben wir die Truppe für einen direkten Sturmangriff auf Palast von Krempen? Wer hat denn etwas von einem direkten Sturmangriff gesagt? Hier ist List gefragt. Ich würde eine kleine Gruppe vorschlagen. Sie schleicht sich in den Palast, findet Euraxia und entfernt sie vom Thron mit aller nötigen Härte. Sprecht mit Garrosh Rhee. Er kennt jemanden, der uns hineinbringen kann. Ja. Da ich mein wahres Erbe nun offenbart habe, müssen wir rasch handeln, werter Sprecher. Ich gebe der Prinzessin recht. Die Zeit ist gekommen, meine Halbschwester vom Thron zu entfernen. Königin Tarn. Ich bin schon sehr lange keine Prinzessin mehr. Ihr habt recht, Königin Khamira. Ihr sagt, ihr wisst einen Weg, um uns in den Palast zu bringen, werter Sprecher? Ja. Fünf Kralle, lasst uns reden. Nö, ich stehe direkt neben dir. Wie die meisten von Abnur Tarns Plänen ist er sowohl brillant als auch leichtsinnig. Damit er auch nur den Hauch einer Erfolgsaussicht hat, müssen wir eine kleine Einsatztruppe ungesehen in den Palast schaffen. Glücklicherweise weiß ich wie. Und? Was wird unser Weg sein, wie wir in den Palast kommen, ohne Euraxias Wachen zu alarmieren? Der ehemalige Hauswart des Palasts. Er kannte diesen Ort wie seine Westentasche. Erstaunlicherweise hat er die Eroberung durch Euraxia und die Ausmerzung der königlichen Familie überlebt. Findet ihn. Er sollte in der Lage sein, uns einen heimlichen Weg in den Palast nennen zu können. Wer ist dieser Hauswart und wo finde ich ihn? Aneshi,
Er diente unter König Himakar als Kastellan des Palasts von Krempen. Ihr findet Aneshi südwestlich von hier, wo er sich heute um einen Schrein des uralten Helden Kunsari kümmert. Bringt in Erfahrung, was er weiß. Trefft danach den Rest des Einsatztrupps in Krempen. Ich mache mich zu dem Schrein auf und spreche mit Aneshi. Sucht Aneshi. Nein, sucht Reparaturmeister auf. Ich habe Zeug, was anscheinend beschädigt ist. Sind die Händler wieder da? Dann kann ich das hier gleich mal angehen. Das ist bestimmt von den ganzen Gestäbe sind meine ganzen, ist mein ganzes Zeug kaputt. Die Große geht immer noch wie ein... Cool, der Drache hat seine Position verändert. Willkommen. Nee, nicht willkommen. Der Drache ist immer noch ohne Clipping. Besser, ihr macht keine weiteren Scherereien. Im Maul der Bestie. Händler. Na. So. Verkaufen. Na. Zumindest ein bisschen was. Reicht. Gut, das war's noch nicht. Dann ist irgendwas nicht aufgeladen. Ah, nur 5 Sehnsteine. Oder muss ich mal gleich zur Bank gehen? Ich habe irgendwie 300 gefarmt. Wer war. Was? Achso, ne. Wohnprospekt? Ne. Ah, laut. Wir können jetzt auch noch die andere Geschichte gehen. Stiehlt die Waldelfenkleidung, können wir mal nach unten gehen. Ich fürchte, ich bin noch ein bisschen unter Level für die Hauptstory. Ich müsste da ein bisschen leveln oder am Arsch haben, damit ich da ein bisschen vorankomme. Hätte ich mir die Mühe gemacht und diese Champion-Punkte verteilt und vielleicht noch ein paar Level, dann hätte ich es überlebt. Bevor wir den nächsten Drachen machen und wenn ich herausfinde, dass ich einen Drachen machen muss, werde ich das wohl tun. Wenn ich sie vernichten muss, Shepard, werde ich das tun. Übernehme die direkte Kontrolle. So. Das Spiel hat wieder Probleme mit der Welt. Die geht so langsam wieder von dann. Die Chance ist anscheinend hoch, dass ich ein neues Thumbnail machen kann, indem die Welt einfach weg ist. So als hätte der Entwickler eingegriffen und hat alle gelöscht. Hui, krass. Die Edda hat gebebt. Gut. Meine Stimme ist gerade nicht so... Ich bin noch nicht in Topform im Moment. In die Richtung gehen wir.